Herr Eger, technischer Geschäftsführer der LWG, Sie haben gute Nachrichten für Cottbus, was Trinkwasser angeht. Erzählen ja, Sie doch mal. Unsere gute Nachricht ist, dass wir jetzt im aktuellen Beschluss im Aufsichtsrat die Trinkwasserpreise auch in 2017 stabil halten können. Also weiter bei 1,22 Euro den Kubikmeter und der unveränderten Grundpreis. Und das trotz steigenden Betriebskosten, insbesondere auch den Energiekosten. Wie haben Sie das erreicht? Ja, alles wird teurer, aber Trinkwasser wird gleich? Ja, Hauptmittel ist eigentlich, ich sagte schon, sind im Trinkwasser neben den Anlagenkosten in die Netze, insbesondere die Betriebs- und Energiekosten. Hier haben wir die ersten Erfolge zu verzeichnen. Das war einfach unsere in 2013 errichtete PV-Anlage auf dem Wasserwerk 1 an der Autobahn voll auslasten können. Das war also die Grundlast in der Wassererzeugung am Wasserwerk mit dem PV-Anlage decken können und somit Fremdbezug in Strom vermeiden können. Das führt dazu, dass wir stabilisieren. Gleichzeitig ist natürlich auch, dass aufgrund der Einwohnerentwicklung in Cottbus sind wir wieder bei 100.000, auch bei guten Gemeinden wie in Kolkwitz, stabiler Wachstum teilweise, auch höhere Abwasserentnahme. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch Trinkwasser entnehmen. Das führt natürlich auch dazu, dass wir insgesamt eine bessere spezifische Auslastung haben. Wie ist die Zukunftsaussicht in die Richtung? Wird es in den nächsten Jahren stabil bleiben? Können Sie schon absehen? Vor 5, 6 Jahren war die Zukunftsaussichten für Trinkwasser sehr pessimistisch, gerade vor dem Hintergrund der Demografieprognosen. Wir sehen aber, dass die Demografieprognosen von vor 5, 6 Jahren jetzt nicht eintreffen, dass wir auch sowohl beim Einwohnerwachstum die untere Schwelle erreicht haben, als auch beim spezifischen Wasserverbrauch pro Kopf. Wir eine untere Schwelle erreicht haben, die eher, wenn das Klima sich verändert, langsam wieder hochgeht. Deswegen sind wir da optimistisch, gerade durch dieses Solidarprinzip der LWG Stadt Cottbus und Umland, da eine gute preiswerte Wasserversorgung auch die nächsten Jahre halten zu können. Wo liegt denn Cottbus im Vergleich, im brandenburgischen Vergleich? Ja, wir haben jetzt mal zum Jahresende mal rumgeguckt, wo liegen die anderen Versorger, und wir sehen zum Beispiel, wenn wir die großen Brandenburger Städte Brandenburg, Potsdam oder Frankfurt ansieht, ist Cottbus die günstigste Stadt, gerade in einem Musterhaushalt, entweder für 80 Kubikmeter oder für ein Einfamilienhaus mit 3 Personen und 120 Kubikmeter, sind wir überall an der Spitze. Gute Aussichten für Cottbus, Dankeschön. Bitte. Jo.